Hallo und moin aus Hamburg. Ich bin mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs und fahre heute entlang der Bille. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich starte meine Tour entlang der Bille am S-Bahnhof Mittlerer Landweg. Dieser ist wunderschön bemalt und sollte erstmal bewundert werden. Entlang der Bille sind viele Brücken zu überqueren. Hier ist gleich die erste. Der erste Teil der Tour führt durch die Boberger Niederung, ein schönes Naturschutzgebiet. Diese Tour entlang der Bille führt durch Wiesen und Felder, aber auch durch schöne Wälder. Hier an diesem schönen See bietet sich doch gleich mal eine kleine Rast an.
Jetzt durchquere ich Bergedorf mit seinem schönen Ortskern. Hier in Bergedorf gibt es viele schöne Häuser, das Bergedorfer Schloss und natürlich auch der See am Schloss. Das Bergedorfer Schloss ist bestimmt nochmal einen gesonderten Besuch wert. Heute lasse ich es aber links liegen und setze meine Fahrradtour fort. Immer wieder begegnet man schön gestaltete Elektrokästen. Die romantischen Ecken nehmen an der Bille gar kein Ende. Thank you.
Fast hätte ich diese Bank übersehen. Hier mache ich eine kleine Rast und beobachte die verschiedenen Züge, die direkt am Wald vorbeifahren. An diesem Waldweg kann man sich über die verschiedenen Baumarten informieren, die hier wachsen. Auch an diesem Wiesenstück gibt es viel über die Natur zu lernen.
Die alte Dänenbrücke, über die früher der gesamte Verkehr verlief, wirkt heute sehr unscheinbar. Weiter geht's entlang des Rheinberger Schlosses mit seinem Mühlenteich und seinem Mühlenwehr. Auch das Rheinberger Schloss macht viel her. Heute gucke ich mir das allerdings nur von außen an. Weiter geht's wieder durch ein schönes Waldgebiet, auf dem auch wieder viele Brücken zu überqueren oder zu bewundern sind. Die Strecke führt direkt am S-Bahnhof Wohltorf vorbei. Hier wurden Obstbäume gepflanzt, wie man auf den Schildern lesen kann. Und wieder gibt es viele romantische Ecken hier im Wald und an der Bille.
Jetzt bin ich in Aumühle angekommen. Auch hier gibt es einen Mühlenteich, auf den ich noch einen Blick werfe. Jetzt geht's für mich weiter zur S-Bahn und dann nach Hause. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.